Die Idee zu diesem Film liegt schon sehr lange zurück. Ich habe vor vielen Jahren in Österreich eines Tages festgestellt, dass die Kellerräumlichkeiten vieler Einfamilienhäuser oft sehr großzügig angelegt sind und sehr oft großzügiger als die Wohnräumlichkeiten. Und habe festgestellt, dass viele Österreicher in ihrer Freizeit in den Keller gehen. Also die Wohnräumlichkeiten sind für Repräsentationszwecke und der Keller ist für das Eigentliche. Also für seine Hobbys, für seine Passionen, Obsessionen, um sich selbst zu verwirklichen. Man geht in den Keller und das war natürlich für mich ein Thema. Also es ist natürlich alles inszeniert. Jedes Bild, jede Einstellung, jede Szene ist inszeniert. Also man kann ja nicht glauben, man ist quasi als Dokumentarfilmregisseur zufällig anwesend und filmt zufällig die Wirklichkeit. Das gibt es ja nicht. Insofern ist alles gestaltet, alles hergestellt und das meiste davon auch sehr lange vorbereitet. Also mein Prozess ist immer der, dass ich mich über Monate hinweg mit Protagonisten, mit möglichen Protagonisten des Films auseinandersetze, ihnen die Möglichkeit gebe, mich kennenzulernen, meine Absichten kennenzulernen. Und auf der anderen Seite muss ich den jeweiligen sozusagen näher kommen, um zu verstehen, wie er denkt, was er tut, wie er fühlt. Und all das sozusagen aus diesem sich gegenseitigen Kennenlernen und Vertrauen miteinander zu fassen, entstehen dann die Dreharbeiten. Ich habe mich nicht entschieden, sondern das ist gewachsen. Ja. Also wenn Sie meinen ersten Kurzfilm anschauen, den ich vor 30 Jahren gemacht habe, dazu gibt es schon Ansätze meiner Bildgestaltung. Ja. Und inzwischen ist das für mich auch sozusagen eine ganz bestimmte visuelle Bildsprache geworden, ja, die ich natürlich mit jedem Film wieder neu entdecke oder sie versuche auch weiterzuentwickeln. Aber ich weiß sehr genau, was ich nicht machen möchte. Und habe sozusagen meine Bildsprache gefunden, die auch wirklich sehr genau gestaltet ist. Bei vielen Menschen hält sich der Kontakt über Jahre hinweg. Andere gehen verloren, also je nachdem, wie das im Leben auch so ist. Man schließt Freundschaft, man hat Bekannte, man verliert seine Freunde oder die Dinge, es gehen die Wege auseinander. Genauso ist es auch mit mir und meinen Protagonisten der Filme. Naja, das muss man so sehen, das war ja für mich von Anfang an schon klar, dass der Keller unterschiedlichste Bedeutungen hat und dass der Keller für jeden von uns auch eben ein Ort der Angst ist, in jedem Fall ein Ort der Dunkelheit ist. Wir wissen alle, dass der Keller immer auch ein Ort des Verbrechens ist, des schrecklichsten Verbrechens ist. Und wir wissen auch, dass in unserem Unterbewusstsein der Keller auch steht für mich als ein Ort des Doppellebens, als ein Ort der eigenen Abgründe. Und das ist natürlich etwas, was ich angestrebt habe mit diesem Film. Also mir ist es ja nicht darum gegangen, hier ein sozusagen Kabinett an unterschiedlichsten Menschen zu finden, die sich hier darstellen, sondern es ist mir darum gegangen, dass der Zuschauer, dass ich als Zuschauer auch durch das, was ich hier sehe, über meine eigenen Abgründe nachdenke oder sie entdecke, während ich schaue. Ja, und das geht's. Ja. Also es geht immer um etwas Allgemeines und es geht nicht nur darum, Menschen sozusagen in ihrer Absonderlichkeit darzustellen. Ja. Es gibt neue Projekte, aber nicht in der Schweiz. Aber das, was nicht ist, kann ja immer werden. Man weiß ja nie sozusagen, wo einem die Wege hinführen, oder ich zumindest nicht. Für mich ist ja auch jeder Film eine quasi Abenteuerreise, meistens eine sehr lange Reise. Und sehr vieles weiß ich nicht, wenn ich loslege, wenn ich starte zu dieser Reise. Ich weiß oft nicht, wann wird diese Reise zu Ende sein.
wie wird der Film am Ende des Tages ausschauen. Insofern arbeite ich mit seiner großen Offenheit, weil es für mich auch etwas ist, Menschen nahe zu kommen, Menschen, die ich nicht kenne. Und das ist auch für mich ein ganz besonderes Privileg, aus dem ich herausschöpfen kann. Also nicht in dem Keller, sondern mich zieht es in den Wald zurück, wenn Sie so wollen. Also meine Möglichkeiten für mich selber, um irgendwie mich zu harmonisieren oder mich sozusagen zu spüren, ist das Gehen. Ne? Das Gehen sozusagen in der Natur. Im Keller gehe ich nur dann, wenn ich Wein trinken möchte. Das passiert aber auch oft. Watch more ZFF daily videos about the Zurich Film Festival and subscribe to our channel.